Willkommen zurück zu Silent Hill. Ich habe in der Pause habe ich mal ein wenig nachgedacht bezüglich der Story und mir ist da aufgefallen, wenn ich jetzt hier mal nochmal ins Handy gehe und da in die Nachrichten und dann lese ich mir hier mal die Klatsch-Nachrichten nochmal durch. Wir mussten ja in der einen Mission so Liebesszenen fotografieren und wenn ich mir die Bilder jetzt hier nachher nochmal angeschaut habe, das könnte doch sein, dass das hier auf dem Bild sogar der Harry ist oder der Harry. Und das andere ist die Dahlia, mit der wir hier auch gerade unterwegs sind. Die sitzt ja hier hinter uns im Auto. Oder wenn ich mir jetzt nochmal das andere hier anschaue. Also das sieht schon sehr ähnlich aus. Vielleicht hängt das mit der Story zusammen. Ich weiß es nicht genau, aber das ist mir so in der Pause mal eingefallen. Auf jeden Fall, die Dahlia wartet da. Die Schranke ist oben und unsere Aufgabe ist es jetzt da reinzugehen und die Schranke wieder runter zu machen. Vorab waren wir mit der Michelle unterwegs, aber plötzlich war auf einmal Michelle weg und da saß dann da die Dahlia. Und wir sind natürlich immer noch auf der Suche nach unserer Tochter. So, bevor ich jetzt da dran gehe, gehe ich doch erstmal hier an den Schrank. Vielleicht ist ja hier noch irgendein Secret drin. Okay, hier ist irgendein Code. Vielleicht brauchen wir den. 555-3411. Den Rest kann ich hier nicht aufsammeln. Ich guck mal, was hier sonst noch liegt. Wieder die Steuerung inzwischen ja hier bekannt, aber jetzt gerade geht's ja sogar ganz gut. So. Bridge Control. Okay, so klappt's nicht. Ich ziehe einfach mal einen so einen Hebel runter. Der ist jetzt grün. Okay, jetzt geht's aus. Das ist der. Ja, ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Muss ich einfach mal alle runter machen? Ich weiß es nicht. Also der scheint zu klemmen. Der klemmt. Gelb, okay. Und ein kleines Rätsel. Okay, jetzt geht der. Jetzt leuchtet es grün. Mal gucken. Aha. Verstehe ich noch nicht ganz. Jetzt geht der auch runter, okay. Orange, toll. Nein. Ich denke mal, das muss grün sein, wenn das, damit die Brücke da runter geht. Ja, fängt ja mal wieder hier toll an. Was ist, wenn ich den nach oben mache und hier auf Start drücke? Jetzt leuchtet der grün. Aha, kann ich die auch in so eine Zwischenposition schieben? Okay. Ach ja, man, vielleicht ist ja ein kleiner Hinweis, wie das denn eingestellt sein muss, die Brücke. Gucken wir doch mal hier rum. Also hier ist gerade nichts, nur ein paar Kippen, eine Tasse Tee oder Kaffee wurde hier gemacht, ein Bierchen. Ja, das war's. Was haben wir hier? Bridge Control. Was haben wir da? Benutzen? Okay. Außerhalb der Dienstzeiten. Vielleicht da anrufen, okay. 555 und dann die 3411. Dann rufe ich da mal an. 555 und 34 und 11. Dann rufe ich da mal an, vielleicht hat er einen Code für uns. Mal gucken. Es läutet. Dude. Mr. Capra? I'm sorry. This is an emergency. I need to get across the bridge. I was in an accident and my daughter needs my help. Whoa, whoa, I got half of that. I'd like to need my help. Just a second. Damn it. Okay, Mr. Harry. Harry Mason. Mr. Capra.
Oh, Verbindung weg. Okay, aber das hilft uns ja schon mal weiter. Als erstes den Startknopf drücken. Okay. Und nun? Die Brücke. Ja, die Brücke steht immer noch so. Verdammt. Vielleicht muss ich die Hebel nochmal. Ich glaube, die Hebel standen alle oben, oder? Na, komm schon. Ah, wieder die Steuerung hier. Okay. Steht der jetzt hier ganz oben drin? Ich glaube, der steht noch nicht ganz oben drin. So, und jetzt drücke ich nochmal den Startknopf. Ein Anruf. Ja, gehen wir mal dran. Harry, I'm getting bored. I'm coming. Okay, das war die Dahlia aus dem Auto. Vielleicht hilft die uns weiter. Wir gehen einfach mal runter. Eine neue Nachricht. Okay, neue Sprachnachricht. Anhören. Wow, das waren jetzt aber sehr viele Farben. Mein Gott, das sind ja tausende Farben gerade gewesen. Ich glaube... Vier Farben. Erstmal an. Was war jetzt der Gelbe? Kann ich mir zwischendrin hier nochmal die Nachricht anhören? Also wenn der Gelbe angeht, soll ich was machen? Den rechten Hebel... Nochmal, Genie Capra. Boah, ich bin so blöd und kann es mir nicht einfach merken. Noch ein drittes Mal. Der labert so viel am Anfang, das stört mich. Der soll mir einfach einmal die Farben hintereinander sagen, das wäre leichter. Ja, da geht ein Licht an. Soweit. Blau ist die Mitte. Rot ist links. Und gelb ist rechts. Gelb ist rechts, okay. Der Gelb soll ich den rechten Hebel ziehen, packen. Grün mache ich nichts. Abwarten. Blue soll ich den mittleren Hebel machen. Bei Rot nehme ich den linken Hebel. Habe ich. Rot war der linke Hebel definitiv. Ja. Und nu? Start. Toll, also der gelbe ist der rechte Hebel, das weiß ich wohl noch. Okay, grün soll ich nichts machen. Blue ist die Mitte. Och, Steuerung. Steuerung. Der Kampf mit der Brücke, würde ich es jetzt mal nennen, hier schon wieder wegen der Steuerung. So, jetzt haben wir den reingehauen. Der rote ist der jetzt hier, ja. Gelöst. Schön. Hat ja doch noch relativ schnell geklappt. Dann gehen wir mal hier runter.
Die Leiter war hier. Dann gehen wir wieder rein zur Dahlia in unser Auto. Bridge is ready. You know me. You know my daughter too. Why is this not freaking you out? Me not knowing you. This isn't the first time you've acted weird, Harry. What does that mean? Be straight with me. Stop it. If you know my daughter... I know of her. Let's not go there. So what are you to me? Why do you have to be like this? Just leave things be, Harry. Harry? Dahlia! Oh nein, das sieht wieder aus wie ein Albtraum. Gar nicht gut, Leute. Oh, ich glaube, wir stürzen ab. Ich glaube, wir stürzen in den Ozean. Ach du Scheiße. Jetzt geht das Ding auch noch unter. Ja. Ich sehe gar nichts. Es ist stockdüster. B, Zoom, interagieren. Mach doch auf! Mach auf! Wieso erkennt der hier wieder meinen Controller nicht? Ich verstehe es nicht. Oh, ich glaube, wir süppeln ab. Das kann doch nichts werden hier. Wofür ist der Knopf? Ich möchte den nehmen. Ja. Komm. Ah, das ist das Fenster. Oh, die Tür auf. Tür auf. Oh, dreh den da rum. Oh, ich glaube, wir sind gleich abgesoffen. Oh oh. Oh. Oh, was ist das hier für eine Steuerung? Steuerung der Qualen. Mein Gott. Ja, jetzt habe ich hier wieder rangezoomt und jetzt möchte ich das Ding greifen und einfach rumdrehen. Ja, jetzt sagt er mir schon wieder, er sieht es nicht. Mein Gott, ist das eine Schitte. Boah. Also da hätte ich lieber ja echt die PS2-Variante gehabt. Da wäre die Steuerung mindestens hier wahrscheinlich besser als auf der Wii. Ja, ich guck da hin. So, ich ganz sanft. Geht nicht. Toll. Dann hier, was ist, kriege ich den Türgriff da auf? Nein. Kann ich mich vielleicht irgendwie erst hier abschneiden oder so? Was kann ich hiermit machen? Jetzt kann ich hier das Fach aufmachen. Toll. Wofür ist denn der Knopf? Bringt gar nichts. Vielleicht kann ich nicht den jetzt hier so drehen nochmal und dann... Oh. Mann, ich werd ja bekloppt. Das gibt's auch nicht. Das kann auch nicht so schwer sein, dieses Ding hier zu drehen. Also... Ich habe ja schon viele Spiele in meinem Leben gespielt, aber so eine blöde Steuerung hier. Vielleicht können wir auch erst hier nach hinten klettern. Wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt hier hinten auf dem Sitz? So, jetzt sitze ich hier, glaube ich, auf der Rückbank. So, jetzt ziehe ich hier nochmal den Knöpfchen da hoch. So, Tür ist entriegelt. Und jetzt möchte ich die Tür aufmachen. Ja, mein Gott. Fenster rumkurbeln. Ja, es geht, das ganze Auto läuft jetzt hier zugleich, wenn ich das weiter aufmache.
Ja, ich möchte das einmal komplett rumdrehen. Das kann doch nicht so schwierig sein. Einmal diesen blöden Hahn hier rumzudrehen. Ey, ich krieg's ja an den Nerven. So, jetzt bin ich hier auf der rechten Seite. Ich bin jetzt inzwischen mal aufgestanden. So, vielleicht erkennt das Ding, das ist besser. Jetzt muss ich das einmal hier mit meinem Kabel vom Mikro ändern. So, jetzt mache ich den Knopf hier auch nochmal auf. Vielleicht geht das jetzt hier. Mein Gott, ist das eine Arbeit. Jetzt versuche ich hier den Türgriff auch nochmal aufzubekommen. Ging nicht. Ja, es ist genau dein Arm davor, Harry. Ja. Ja, das Fenster ist halb offen, okay. Was passiert jetzt? Da waren die Monster. Ich glaube, wir haben einfach zu lange gebraucht. Und wir sind jetzt hier qualvoll erstickt. Ich hab kein... Vielleicht noch drüben bei Dahlia? Ich weiß es nicht. Kam ich da dran? Ja, ich komme da nirgendwo dran. Ich glaube, wir sind ersoffen, Leute. Wehre dich. Da steht er. Stop fighting. Oder wehre dich nicht. Wehre dich nicht, okay. Ja, wie komme ich hier raus? Hallo? Ja, ich glaube, ich bin jetzt hier abgesoffen. Vielleicht durch Schiebedach? Kann ich durch Schiebedach? Oh, nein. Ich glaube, der Harry ist jetzt hier abgesoffen. Ach, der blinkt da. Wenn das eine Heizung wäre, dann wäre das doch so warm, oder nicht? Ich glaube, der Harry ist abgesoffen. Ich komme hier nicht raus, das gibt's doch nicht. Mein Gott. Ja, wohin jetzt hier? Alles eingefroren. Und ich denke, wir sind tot. Nasty, but inevitable. Everyone is going to die, even if we like to pretend otherwise. You could die tonight, in your sleep. Why doesn't that terrify you? How would you like to die? No, wait, let me guess. You'd like to die having sex? It's academic, really, as we're only truly conscious of death when it happens to others. Get to my age, you'll have seen plenty of people die. There, 1 minute, then gone. Okay, game time. There are 7 pictures of people on the table. Your job is to tell me who is dead and who is merely sleeping. Divide them up. Left, dead. Right, sleeping. Okay, ich glaube, ich kann mich ja wieder setzen. Ich habe das gerade nicht verstanden. Wir sind irgendwie im Auto abgesoffen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir denn da rauskommen können. Auf einmal kam jetzt hier wieder die Szene mit den Psychologen. Ich verstehe es nicht ganz. Egal, auf jeden Fall geht's weiter. So, wer ist tot und wer schläft nur? Womit fangen wir denn mal an? Ist wahrscheinlich egal, wen wir hier wählen. Ich finde, er sieht aus wie nach einem richtigen Kater. Und... das ist aber schwierig. Sagen wir... sie ist tot. So. Dann... sie ist auch tot. Ja. Ah, er sieht schon mitgenommen aus. Ja, ich wollte ihn nicht da wechseln. Das muss ich auch noch so halten, dass ich etwa da hinkriege. Dann gucke ich mir sie auch noch mal genauer an. Na komm. Und wen haben wir da? Da
Auch ihm geht's noch gut. Er macht nur ein Nickerchen, der Opa. Und er hat so viel in der Sonne gelegen. Sieht aus, als ob die weinen würde. Und das letzte. Ah, komm, er ist entspannt. So. Done? Yo. It's just an exercise. There's no right answer. Actually, they were all dead. Okay, let's get back to it. Aha, okay, alle waren tot. Wer ist das? Wer hat den Harry da mitgenommen? Dahlia. Who's Dahlia? A girl. The car went into the river. She drowned. Another crash? This is a different girl? You must have seen the bridge. We went right off the side. Harry, the bridge has been closed since the storm started. You swam. I could have died of hypothermia. My clothes? You were soaked to the skin. I grabbed what I could find here. We need to talk. When I was at the station, I pulled the file on Harry Mason. No! No! Das ist jetzt ein... Oh. Echt jetzt? Echt jetzt hier? Oh, schon Albtraum im Rollstuhl. Was ist das denn, Leute? Also ich glaube, er lenkt hier gerade selber. Ja, er lenkt selber. Oh. Oh, oh, jetzt habe ich mir dieses Kabel schon gegen den Kopf gehauen. Mein Gott hier. Aber ich glaube, ich habe die Bewegung langsam raus. Das Kabel schwingt hier durch die Gegend. Okay, wir sind aus dem Albtraum raus. Das hier sieht aus wie eine U-Bahn, die abgestürzt ist. Aber wir sind jetzt mitten im Albtraum, nur ohne Rollstuhl. So ist es richtig. Ja, öffnen. Muss ja wohl sein. Ah, ich glaube nicht, dass wir in dieser Folge hier noch durch den Albtraum durchkommen. Sehr viele Züge. Links rum, rechts rum. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Da wollte ich nicht hin. Zurück. Ich wollte gern auf die Karte schauen. Karte. Da. Zoomen. Wo sind wir denn? Steht hier ein Ausgang? Zoom raus. Okay, da ist ein Ausgang. Da ganz hinten. Wir sind jetzt hier. Mein Gott, wir sind da. Dann würde ich sagen, gehen wir nach links. Und dann müssen wir wahrscheinlich hier durch diesen Raum durch. Ja, mal schauen. War das jetzt hier links oder ist das geradeaus? Ne, das ist, glaube ich, geradeaus. Das hier war jetzt links, oder? Zoomen. Ja, das ist der richtige Weg, zumindest sehen, was ich denke. Oh, da kommt ein Monster. Ah, da kommt ein Monster. Oh, ein Monster. Oh, das ist ein Monster. Die Fackel, ich möchte die Fackel haben. Die Fackel. So.
Das war, glaube ich, jetzt wichtig, dass wir die jetzt schon gezündet haben. Oh. Oh, oh, lasst mich hier durch, ihr Edis. Sonst komme ich da ja gar nicht weiter. Ich ziehe gleich die Fackel hier aus und die versperren uns den Weg. Oh, ich glaube, das wird nichts. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ah, die Anzeige ist wieder nicht da. Oh, 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 nein. Ich weiß nicht, wie ich schütteln soll, aber das Schütteln scheint gar nicht mehr so schlecht zu sein. Komm schon. Komm schon, Harry. Harry, gib's ihn. Ah. Ah. Ja, hör auf zu kreischen. Das war's mal wieder mit dem lieben Harry. Ah, okay, wir müssen auf jeden Fall nicht die Rollstuhlfahrt machen. Ah, mein Gott. Ich versuch's nochmal im Sitzen, da ist das ein wenig kontrollierter. So, der Anfang ist ja klar, wir können nur hier lang. Und dann wieder nach links. Oh, je. Komm schon. Komm. Schüttel ihn ab. Oh, wo bin ich? Außer Kontrolle. Harry, ich weiß nicht, wo es weitergeht. So, jetzt hier rein. So, jetzt zünde ich hier nochmal die Fackel. Boah, jetzt liegen die wieder hier beide im Weg. Das gibt's doch nicht. Mal, die versperren mir hier alle den Weg. Öffnen. Öffnen. So, jetzt kann ich hier doch... Oh, jetzt komme ich hier immer noch nicht lang gelaufen, weil die da im Weg sind. Gibt's doch nicht. Oh, ja. Jetzt geht die Fackel aus und... Ja, sicher. Oh. Viel zu viele, Leute. Viel zu viele. Das sind ja mindestens 5 Stück hier gewesen. Und ich weiß jetzt gerade mal gar nicht, wo wir sind. Vielleicht kann ich jetzt gleich hier endlich mal anhalten. Nein, ich höre schon wieder die Viecher. Ach du Scheiße. Das ist denn hier drunter her? Okay, kann ich hier mal einmal auf die Karte gucken? Ich mache mir gleichzeitig auch einmal hier meinen Ton ein bisschen leiser. Da verstehe ich mich besser. Ach, ich höre schon wieder schreien. Ich möchte auch einmal auf die Karte gucken, Leute. Feinsland. Also ich glaube, ich habe in etwa jetzt die Bewegung raus. Immer kräftig nach vorne. Egal, ob da nach links steht oder nach rechts steht. Einfach immer kräftig nach vorne. Dann haut der Harry die Viecher runter. Boah. Oh, hier war auf jeden Fall mal wieder eine Anzeige. Oh, ey. Du Viech, willst du nicht irgendwann mal da weggehen? Nein. Boah, ich lasse so viele Viecher waren hier ja bislang noch nie in einen Albtraum. Boah, ich muss ja mal meine Pulli-Ärmel hier hochkrempeln. Mir wird ganz schön warm dabei mit den ganzen Shaken. Ich denke, wir machen hier einfach auch mal einen Cut. Und dann fangen wir beim nächsten Mal hier mit diesem Labyrinth vom Neuen an. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.